Das Gefühl? Ja, Wahnsinn. Genauso habe ich mir den Abschied hier vorgestellt. Ja, geil. Ich glaube, wir haben uns alle diesen Saisonabschluss so gewünscht, einfach mit den Fans hier zu feiern nach dieser Saison, wo es vielleicht nicht immer schön lief, aber einfach, der Trainer hat vor dem Spiel gesagt, der letzte Eindruck ist der wichtigste und jetzt hier heute zu feiern und zu gewinnen gegen Oberhausen ist sehr wichtig. Ja, überragend natürlich. War eine ganz zähe erste Halbzeit, das haben wir deutlich angesprochen in der Kabine, dass es so nicht geht, sind dann glaube ich besser aus der Pause gekommen, waren dann aktiver im Spiel nach vorne und dann glaube ich auch verdient. Das Spiel für uns entschieden, nochmal einen schönen Abschluss für Özzi, dann mit dem Elfmeter. Das freut mich total für den Jungen, der sich immer reingehauen hat, das ist ganz wichtig. Und jetzt können wir natürlich zusammen auch mal ein Bierchen trinken. Für die beiden freut es mich immens, weil die haben ja super Arbeit geleistet im Verein die letzten Jahre. Und die haben es auch einfach verdient, sich jetzt feiern zu lassen. Und ja, was will man mehr, so einen Abschluss zu haben. Wie ist das, wenn das ganze Stadion so deinen Namen schreit? Ja, absolut Gänsehaut immer. Es war ja nicht das erste Mal, auch glaube gerade nach meiner Krankheit, nach der Verletzung, so als hier das ganze Stadion meinen Namen gerufen hat, da hatte ich schon Gänsehaut und das wird mir ein Stück weit natürlich auch fehlen. Was bedeutet dir das persönlich, nochmal vor dieser Tribüne, vor diesen Fans, das Ding da reingeflext zu haben? Ja, war schon gegen Verl wirklich sehr emotional für mich und ich hatte schon erwähnt gehabt, dass mir der Verein sehr am Herzen liegt und ich mit dem Verein sehr viel verbinde, deswegen so ein Abschluss nochmal vor den eigenen Fans zu feiern, weißt du, und den Pokal dann in die Luft zu heben, das war natürlich grandios, so ein schöner Abschluss. Hatte ich mir auch eigentlich erträumt gehabt und ich bin froh, dass es so gekommen ist. Coach, wie ist das Gefühl jetzt nach dem ersten Titel mit Rot-Weiß Essen? Noah, das ist sensationell, vor allem die Stimmung hier heute. Ich freue mich riesig für die Jungs, das war ein mega Abschluss, vor allem für die Jungs, die uns verlassen, die das letzte Mal hier an der Hafenstraße auf dem Platz standen. Krönung war natürlich das Tor von Engel. Ja, nach so vielen Toren an der Hafenstraße freut mich riesig und ja, können wir mitnehmen in die neue Saison. Wie war das mit dem 1-0? Beschreib mal. Ja, unfassbar. Ich glaube, wir haben einfach dieses Tor gebaut. War ein sehr enges Spiel. Wir hatten jetzt nicht so viele Torchancen und dann kommt der Ball. Ja, und dann halte ich meinen Schädel da rein und zum Glück ist er reingegangen. Ja, und dann haben wir es, glaube ich, ganz gut runtergespielt. Ich hatte noch die eine oder andere brenzlige Situation, aber ich glaube, dann haben wir am Ende auch verdient gewonnen. Du warst der Erste, der die direkt hat, wie ist das Ding dann zur Mannschaft zu bringen? Ja, ein Stück weit unangenehm, weil ich möchte eigentlich bei der Mannschaft stehen, da so im Vordergrund zu sein, das ist gar nicht unbedingt mein Ding. Ich freue mich jetzt einfach, dass wir ihn geholt haben, weil das klare Ziel war, in den DFB-Pokal zu kommen, das haben wir jetzt geschafft. Darüber bin ich sehr glücklich und jetzt können wir feiern. Jetzt geht es in die Sommerpause auch für dich. Wie wichtig ist diese Pause jetzt für die Jungs, für dich, nach so einer anstrengenden, unruhigen Zeit? Ja, mega wichtig. Ne? Also wir haben alle Körner gelassen, es war eine intensive, kraftzehrende Saison und jetzt haben wir uns ein paar Tage wohlverdienten Urlaub, glaube ich, verdient. Aber es ist noch sehr viel zu tun, Kaderplanung, Sommervorbereitung, die nächsten Schritte vorzubereiten und deswegen kurz durchschnaufen, aber der Wahnsinn geht immer weiter. Engel, ich habe mir sagen lassen, du kannst ganz gut feiern. Wie geht's jetzt weiter? Ja, ich glaube, das machen wir ganz spontan. Ich denke, wir sind erstmal noch hier und dann schätze ich später mal in Rüttenscheid ein bisschen vorbeikommen. Danke dir. Danke auch.